Da ich ja ganz offensichtlich nicht sein lassen kann, ja, neue Welten anzufangen, würde ich sagen, geht's jetzt in Staffel 4 von unserem Minecraft Hardcore Projekt, Minecraft Hardcore Plus. Dieses Mal würde ich aber ein paar Dinge anders handhaben, was die Spielweise betrifft, glaube ich, denke ich mal. Ja, das kann alles soweit bleiben. Ich kann keine Bonustour anmachen, ist ein bisschen schade. Aber will ich sowieso nicht. Aber das wäre dann zu einfach. Ja, das kann man so lassen. Ja. Gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Das ist jetzt wirklich die Frage, wo wir jetzt rauskommen, weil je nachdem, wo wir jetzt spawnen, passt sich nämlich der Baustil gerade ein kleines bisschen an. Ich habe eine Überlegung für Wüste und ich habe eine Überlegung für alles andere. Okay, das ist irgendwie. Mach den Baum mal weg. Ein schöner See. Und da hinten haben wir. Okay. Flatlands. Ja. Hier kann man lecker was mitmachen, glaube ich. Ist es da Strand oder? Ja, Wüste ist es vermutlich nicht. Ja. Ich will trotzdem mal gucken gehen. Und am besten nicht zu so schnell, weil wir noch keine Schlafmöglichkeit haben. Also Kühe zum Abschlachten. zum Vermehren immer da. Nein, zum Abschlachten ja leider nicht. Oh. Gott, stimmt. Ich muss ja. Das ist jetzt wieder ein Anfang des Projekts. Jetzt muss ich ja wieder. Oh, die ganzen Early-Game-Sachen machen. Und dann laufe ich auch noch durch die Gegend. Okay, also. Wo fängt dieses Projekt an? Holz klopfen. Und das erste Werkzeug. Ja, mal gucken. So, Spitzhacke hätten wir schon mal. Ihr seht, ich bin letztendlich noch am Spawn. Oder zumindest in der Nähe davon. Eigentlich hätte ich mir auch eine Axt noch machen können, ne? Aber egal. Wer braucht schon eine Axt? Geht auch so. Aber das Ding hätte ich trotzdem ganz gerne mal mitgenommen. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt irgendwo ein bisschen Stein finden oder so. Okay. Okay. Also Stein und Kohle hätten wir auf jeden Fall schon mal. Wie weit geht denn das Ding runter? Okay, ist okay. Da hinten haben wir Wasser. Und noch mehr Wasser. Lava. Okay, eine Mine, die gerade. Und das erste Eisen. Ja, nice. Und das so schön am Anfang. Ich meine. Hier. Wir sind gerade bei minus 52 und 46. Ich bin eigentlich wirklich noch am Spawn. Nur nochmal kleiner Beweis, dass ich nicht so weit gelaufen bin. Aber ich möchte jetzt eigentlich mal gucken, wie ich hier am besten runterkomme. Unbeschadet natürlich. Und wie ich dann vor allem wieder rauskomme. Schnell vor allem. Ich meine, wir können notfalls da jetzt einfach mal ein bisschen was, den Damm aufbrechen und dann. Und da ist noch mehr Eisen. Oh, lecker, geil. Okay, erstmal. Einen kleinen Dammbruch bitte. Damit man wieder rauskommt. Sehr schön. Da läuft das ja ohnehin runter, das finde ich gut. Und dann könnte man sich jetzt einfach mal ein bisschen um. Okay, wie weit geht das hier runter? Ah, egal. Egal, ich will das Eisen da hinten am besten haben. Ja, wobei, dafür brauche ich ja sowieso erstmal eine Steinspitzhacke. Wo ist der andere Kram? Ist da. Sehr gut, nehmen wir uns gleich vier mit für Schaufel und. Ach, dann besser auch nochmal. Also noch weitere. Ja, und dann vielleicht für den Ofen nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Dann haben wir jetzt eigentlich alles soweit. Wunderbar. Bisschen Werkzeug bitte. Dankeschön. Ja. Also ich brauche eine Steinspitzhacke. Eine Steinschaufel und eine Steinaxt und einen wunderbaren Ofen. Wunderbar, gut, dann können wir die Hackspitze erstmal wegtun und nehmen wir uns ein bisschen Kohle mit für den Ofen. Und dann gehen wir
gleich direkt mal in die Mine rein. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, oder? Na, ich weiß nicht. Wir können vielleicht einen kleinen Sneak Peek da rein machen. Ich meine, gut, die wird jetzt gerade sowieso gnadenlos abfackeln wegen der Lava. Vielleicht blockieren wir die auch einfach mal ein Stück. Oh, Lapis. Wo ist denn die Lava jetzt überhaupt? Da unten. Ja, nee, die ist zu weit weg. Beziehungsweise zu weit unten, da werde ich jetzt definitiv nichts machen. Ja. Ja, gut, also wir wissen auf jeden Fall, wo wir hingehen können. Werden. Müssen. Aber das vergesse ich trotzdem ganz gerne. Ich glaube, da bastel ich mich einfach rüber. So richtig schön auf dieser Höhe dann. Ja, ich brauche ein bisschen Material zum Weiterbasteln und dann. Ach, wird es auch echt dunkel, ne? Das ist doch das Problem, dass wir jetzt eigentlich noch gar kein Bett haben. Also das heißt, dass wir im Zweifelsfall dann einfach mal eine Runde. Ja. Uns in einem kleinen Erdloch niederlassen müssen und die Nacht da drin verbringen. Das wird sich ja wahrscheinlich so drauf hinauslaufen. Das missfällt mir tatsächlich, aber ja, wenn es nicht anders geht, dann geht's wohl nicht anders. Da muss ich jetzt noch ein bisschen rüber jetzt. Passt schon. Ich will das Eisen. Ich brauche das Eisen. Ich muss das Eisen haben. Weiter geht's. Ist natürlich sehr schade, dass wir jetzt gerade keine Fackel zum Ausleuchten dabei haben. Also für euch ist gerade leider etwas dunkel. Das tut mir leid. Ich meine, wir haben doch eigentlich noch ein bisschen Holz, ne? Warum denn nicht gleich ein paar Fackeln basteln? Wir haben auch Kohle. Wunderbar. So, jetzt sieht man noch was. Warum denn nicht gleich so? Okay, das Eisen mit. Und das Eisen auch. Mehr brauchen wir auf den Anfang nicht. Ja, sehr schön. Ist doch schon mal ein wunderbarer Anfang. Und dann wissen wir auf jeden Fall, was wir plündern können, wenn wir dann irgendwann mal so weit sind. Okay. Also, einmal Ofen aufgestellt. Wenn ich das gerade ehrlich gesagt ein bisschen blöd finde, dass wir jetzt bloß zwei Eisen haben, die ich dann durchbrutzel. Ach, wisst ihr was? Ist egal. Gut. Dann kann ich bei der Gelegenheit vielleicht noch ein bisschen Kohle mitnehmen und dann machen wir uns gleich mal auf Schafsuche, oder? So, Schere ist in der Tasche. Das ganze andere Werkzeug auch. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir irgendwo ein Schaf finden. Bretter haben wir zum Glück auch noch genug dabei, dass wir jetzt schnell uns einen Schaf schnappen können, beziehungsweise uns schnell mal ein Bett schnappen können, wenn wir dann mal Schafe finden. Ja, ich weiß nicht, da gibt es noch mehr Eisen. Dafür brauchen wir aber eine Tür. Und jetzt ist erstmal Schafswolle etwas wichtiger. Da ich Schafe ja nicht umbringen kann, beziehungsweise nicht umbringen darf, müssen wir das eben so handhaben. Hallo Schäf? Ja. Ja, du bist kein Schaf, du bist eine Kuh. Auch wenn du vielleicht gerne Schaf wärst, du bist aber trotzdem keins. Da haben wir vorhin schon mal reingeguckt. Ich meine, wir könnten uns vielleicht auch einfach mal schon mal eine Blume mitnehmen, damit wir meinetwegen ein gelbes Bett haben. Wobei, gelbes Bett hatten wir beim letzten Mal, dann machen wir Pferde. Machen wir dieses Mal vielleicht ein graues Bett. Schafe? Hallo? Ich brauche doch nur schnell ein Schaf. Mann. Ich meine, klar, was zu futtern brauchen wir auch noch, das ist richtig, aber ich will erstmal schlafen. Jetzt ist es dunkel. Lieber schon mal die Axt in die Hand nehmen. Man weiß ja nie. Meine Fresse. Also, ist ja schön und gut, dass wir hier jetzt so ein See haben, ne? Aber Schaf hätte ich halt trotzdem gerne. Hallo? Gibt's keine Schafe für mich? Ja, schon frech. Das heißt, wir müssen jetzt die erste Nacht schon mal überleben. Irgendwie. Schweine hätten wir da, aber das. Und ein Zombie gleich auch noch direkt dazu.
Ich will aber Schafe haben. Ja, das ist jetzt natürlich das Problem, dass wir kein Schild dabei haben. Ne? Der wird uns halt auch ungemein helfen. Die Spinne allerdings auch. Ein paar Fäden, dazu sage ich nicht nein, wenn ich ehrlich bin. Die nehme ich gerne mit. Da hinten haben wir ein Dorf, ihr habt es gesehen. Moment, ein Dorf. Nacht. Wir dürfen nicht skippen. Wir können gleich schlafen. Ah, toll. Sehr schön. Na? Natürlich dürfen wir dabei nicht absaufen, aber das ist ja kein Problem. Das ist auch... Ja, das ist ein normales Dorf. Keins, das irgendwie... Hä? Was ist denn das da oben? Ein weiteres Haus? Ja. Ist natürlich die Frage, ob es ein weiteres Dorf ist oder ob es noch zu dem Dorf gehört. Wahrscheinlich gehört es zu dem gleichen Dorf dazu. Das ist okay. Also... Wir haben auf jeden Fall eine wunderbare Grundlage. Ne? Wir haben eine Mine, die wir einziehen können, beziehungsweise die wir plündern können. Wir haben ein kleines Dorf schon mal ganz am Anfang. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, ob man vielleicht Kirschblüten da oben. Yo, geil. Spinne? Dich hätte ich auch ganz gerne nochmal. Da könnten wir uns... Oh, zwei Spinnen sogar. Ich könnte doch gerne ins Wasser kommen. Weil erfahrungsgemäß springen Spinnen im Wasser nicht. Das ist lecker. Komm mal ran auf den Meter, Spinne. Nicht Skelett, nur die Spinne. Ach, meine Fresse daneben nicht. Da hätten wir noch mehr Spinnen. Ja, ich möchte eigentlich ganz gerne die Spinnenfäden haben. Damit wir uns eine Angel basteln können. Genau, damit wir uns eine Angel basteln können. Oh, so viele Spinnen hier. Geil. Na, kommt mal ran hier. Schön ins Wasser mit euch. Ja. Da sehe ich dich gerne. Ins Wasser mit dir. Oh, noch mehr davon. Sehr schön. Verschwinde. Ja, du bist jetzt auch mir ein kleines Dorn im Auge, muss ich ehrlich sagen. Geh mal weg hier. Und weg. Ein bisschen Rotten Flash. Gut, das bringt mir jetzt tatsächlich eher weniger. Ein Zombie. Oh, ja. Das habe ich doch gerne. Und du darfst auch wieder weichen. Ja, wenn es so weitergeht, dann ist die Axt schneller kaputt, als ich gucken kann. Naja. Aber es geht ja. Und tatsächlich sind wir hier jetzt im Wasser auch halbwegs sicher. Also die Betonung liegt natürlich auch halbwegs. Wenn wir von Skeletten angegriffen werden, von der Küste aus, ist nicht so geil. Naja. Das heißt, dass wir hier theoretisch sogar die Nacht verbringen könnten im Wasser, aber ich denke mal, wir schnappen uns einfach mal ein kleines Bett und hauen uns da aufs Ohr. Das Dorf ist ja auch hell genug, dass da jetzt etwas weniger Monster rumlaufen. Ihr habt's gehört? Das Schaf? Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich einfach mal da reingehe, oder? Dankeschön. Nee, es tut mir leid. Das ist jetzt vorerst mein Bett. Okay, eine Cut. Oh, der Golem wieder richtig ab hier. Du hast einen Zombie aus dem Leben gejietet, das finde ich gut. Oh, ja. Ah, ein Schäfer. Bei dir könnte ich na, theoretisch über Betten kaufen, wenn ich wollte. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Creeper da unten. Ja. Ja, ich weiß. Und ne... Wieder eine wunderbare Höhle. Gibt es hier vielleicht Eisen? Hey, wir haben Eisen in der nächsten Höhle. Also das ist wirklich schon ein leckerer Spawn, ja, würde ich sagen. Hier geht es auch wieder ein bisschen runter, aber da gibt es da nichts weiter. Ja dann, würde ich sagen, lassen wir uns erstmal in diesem kleinen Dörfchen hier nieder, das direkt an dem Kirschblütengedöns liegt. Und ganz ehrlich... Jetzt muss ich wirklich, oh, direkt 3, das ist toll. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen umplanen. Weil das, was ich ursprünglich überlegt habe, das können wir natürlich nach wie vor machen, aber... Wenn wir jetzt noch direkt bei den Kirschblüten sitzen, dann könnte man theoretisch auch irgendwas mit Kirschblüten machen. Na?
Ich weiß nicht. Wir basteln uns hier erstmal so ein kleines. Oh, eine Katze. Oh, meine Lieblingskatze. Das ist echt wunderbar. Die hätte ich ganz gerne. Naja. Vielleicht plündern wir erstmal ein bisschen die Häuser. Du möchtest nichts mehr drin haben, habe ich gehört. Dankeschön. Die Kiste darfst du aber ausnahmsweise gerne behalten, weil ich ja auch vorerst bei euch im Haus bleibe. Beziehungsweise bei euch im Dorf. Das müsste. Karotten, okay. Hätte ich aber ganz gerne. Dann haben wir schon mal Karotten und Kartoffeln. Und was haben wir hier? Rote Beete? Ja. Und um Weizen können wir uns selber kümmern. Ja, das mache ich, ob du es willst oder nicht. Das, du hast hier deinen Kram und ich mache meinen Kram. Mal ein bisschen Weizen hier, komm. Weizenkörner. Ich will auch bloß Weizenkörner haben. Der Rasenmäher wird wieder angeschmissen, aber trotzdem kommt kein Weizen dabei raus. Ah, lecker. Noch mehr? Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, je mehr wir jetzt ganz am Anfang schon haben, desto besser. Dann können wir das gleich direkt das erste Feld ein bisschen größer machen. Dann sind wir nicht so eingeschränkt. Okay, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt, ob ich hier im Dorf erstmal verweilen soll oder ob wir ein Stückchen weitergehen oder vielleicht wirklich wieder uns zum Spawn zurückbegeben und uns da eine Hütte aufbauen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Bis dahin würde ich erstmal hier verweilen und genau, bis dahin bleiben wir erstmal hier. Da als einzelner Baum so weit raus, so, natürlich auch wunderbar. Genau. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Soll ich im Dorf bleiben oder nicht? Wenn ja, dann bleib ich im Dorf. Wenn nicht, dann verschwinde ich hier wieder. Ja. Auch wenn ich gerade nicht wirklich weiß, was die Dorfbewohner dazu sagen, wenn ich hier bleibe. Ich glaube, die mögen mich nicht. Ach ja, hier ist das sowieso nichts dran, aber in diesem Häuschen. Guck mal, die Fackel hier, die brauche ich. Meine. Oh, ja, Zeug. Nom 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 nom. Nahrung ist ja sowieso immer so eine Sache. Gerade im Early Game, aber wir haben es jetzt. Du hast. Zwei? Ach so, okay. Stimmt, da sind ja wirklich zwei drin von den Dingern. Sonst noch ein Haus, das mir gehören darf. Okay. Nee, das war ziemlich dämlich. Da sind wir gewesen. Da. Eine Katze. Ah, das Haus da hat auch nichts. Gibt es da oben was in dem Gebäude? Ich glaube ja. Da können wir es auch mal eine Runde plündern. Und dann können wir uns ja auch gleich direkt mal zu den Kirschblüten da oben begeben. Vielleicht haben wir da auch irgendwas Feines. Irgendwas rein, kleines Feines. Das wäre doch nicht schlecht. Irgendwas, das wir nochmal mitnehmen können. Oh, ich will dich haben. Irgendwann habe ich Fisch. Glaub mir. Und dann bist du mir. Okay, du hast wieder rote Beete. Sogar ausgewachsen, finde ich gut. Hier, bitteschön. Oh Gott. Ja, schön aufpassen, aber da werde ich auch wieder rausgekommen, also keine Angst. Aber Schreck war trotzdem da, richtig. Hm, noch mehr Häuser. Also, dem Haus da drüben ist nichts. Bei diesem hier weiß ich immer nicht. Da gehe ich jedes Mal aufs Neue rein, dann stelle ich fest, dass da nichts drin ist, vermutlich. Hm, ich glaube, hier ist nichts drin. Einmal eine unnötige Tour, okay. Aber es hat einen grünen Teppich, hey. Und das ist schön hochgelegen. Und das Gebäude hier hat auch nichts. Das ist aber ein schöner Ausblick hier, ne? Endlose Weiten. Ich glaube, wir machen ein hellblaues Bett und kein graues. Beziehungsweise kein hellgraues. Wo kriege ich hellblaue Farbe her? Ja, das ist eigentlich normale blaue Farbe, ne?
Ja. Na gut, dann machen wir es doch erstmal grau. Okay. Das ist natürlich auch etwas seltsam mit dem Block da, aber ein bisschen was mit dem Wasser, aber okay, wer es braucht, der braucht's, genau. Richtig. Ja, so viele Porzellansternchen hier. Naja, also tatsächlich könnte man auch irgendwas in die Richtung Kirschblütengedöns machen. Also was die Gebäude betrifft. Mein ursprünglicher Plan war nämlich eigentlich ein anderer. Nein, wirklich. ja, dass ich vielleicht irgendwas in die Richtung Ruine baue oder sowas. Eine Ruine kann man ja letztendlich wirklich in jedes Biom reinsetzen. Wäre ich in der Wüste rausgekommen, dann hätte ich da natürlich ein bisschen was anderes geschustert. Also da hätte man dann keine Ruine gehabt, sondern ja, ein kleines Wüstendorf quasi. Beziehungsweise irgendwelche Wüstenhäuser hätte ich mir dann da gebastelt. In der Wüste. Aber da sind wir ja nicht. In der Wüste. Genau. Wir sind jetzt hier bei den Kirschen, bei den Cherries. Wir hoffen, dass ich jetzt gleich alles habe an dem Holz. Geht noch weiter rein, ne? Gib mal her die Flowers. Damit könnte ich mir eigentlich auch rosa eine Farbe machen. Ja, machen wir ein rosa Bett vielleicht einfach mal. Wir haben ja noch mehr Schafe, aber die brauche ich jetzt. Nom nom nom. Hier fehlt noch irgendwo was, ne? Das Laub, die spawnt noch nicht ordentlich. Ja. Irgendwo scheint hier noch was drin zu stecken, glaube ich. In diesem Bereich hier vielleicht. Ja, da haben wir es noch. Ja. Okay. Sehr schön. Dann hätten wir das jetzt soweit. Ja, und wir haben auf jeden Fall auch mehr als genug Holz. Das ist echt geisteskrank, wie viele Setzlinge so eine Kirschblüte immer fallen lässt, ne? Ist da noch irgendwas drin? Irgendwo, weil das löse ich immer noch nicht so richtig auf. Hallo? Ja, doch, scheint langsam zu funktionieren. Okay. Dann würde ich aber auch sagen, dass wir die Folge für heute schon mal beenden. Auch wenn es etwas kurz geraten ist, ich weiß, aber das ist jetzt einfach der Start. Ich hoffe, dass euch die Folge soweit gefallen hat und vor allem hoffe ich, dass ihr dieses wunderbare Runterwehen, dass ihr mir jetzt was in die Kommentare schreibt, was wir, wie wir jetzt am besten beide verfahren sollen. mit dem Dorf, mit dem eigenen Haus. Ob wir uns da niederlassen. Vielleicht bauen wir auch das ganze Dorf um, das wäre natürlich auch durchaus machbar. Da haben wir die nächste Katze. Mal sehen, da hinten haben wir noch ein paar Fichten. Ah, was will ich mehr? Ach, das ist doch wunderbar. Sehr schön, gut, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir haben noch kein Bett. Halt. Wir können die Folge erst beenden, sobald wir ein Bett haben. Einmal rosane Farbe. Ja, genau, heute gibt es ein rosanes Bett. In diesem Projekt. Erstmal ein weißes Bett. Und dann ein rosanes Bett. Und dann wird eine Runde geschlafen. Ja, dann schreibt mir wie gesagt in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Und natürlich bis zum nächsten Mal. Ciao.